Nein, der heutige Titel ist kein Clickbait. Peace Leute, was geht und willkommen zu einem brandneuen Video. Ihr habt es richtig gehört, das heutige Video ist kein Clickbait. Wir werden heute wieder einen Fußballschuh designen, aber nicht für irgendjemand, sondern für niemand Geringeres als Vinicius Junior. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es auch noch nicht ganz glauben, dass wir tatsächlich für Vinicius Junior von Real Madrid einen Signature-Schuh designen werden. Ich bin krass nervös und habe natürlich auch ordentlichen Druck jetzt abzuliefern. Ja, aber jetzt erstmal der Reihe nach, wie ist das Ganze denn eigentlich passiert? Und zwar kennt ihr natürlich, beziehungsweise hoffentlich natürlich, unseren Fußballschuhdesign, bei dem wir für Fußballprofis Fußballschuh designen. Das Ganze wird immer größer. Wir haben schon einige sehr, sehr coole Profis gehabt. Zuletzt beispielsweise Robert Andrich von Bayer 04 Leverkusen, wo wir ein Puma Ultra designt haben. Extrem cleanes Design, kam sehr gut bei euch an. Oder wir waren beim VfB Stuttgart bei Roberto Massimo, den ersten Nike Mercurial Signature Schuh für ihn gemacht. So das Thema Speed untergebracht. Auch Vincenzo Grifo hatten wir beispielsweise in diesem Format, Wout Weghorst und so weiter. Also einige Bundesliga-Stars. Das heißt, das Ganze hat sich auch rumgesprochen und da ist dann Unique Boots auf mich aufmerksam geworden. Ich denke, kennt ihr wahrscheinlich von Instagram, einen Reseller für alte legendäre Fußballschuhe, spezielle Wünsche. Und der hat gemeint, ich hätte da was für dich und sah Vinicius Junior. Am Anfang kann ich es nicht wirklich glauben, ob das wirklich so kommt, aber es ist tatsächlich passiert. Ich soll nämlich genau für diesen Spieler einen Schuh designen und das werden wir heute im Video gemeinsam machen. Auf diese Folge bin ich also sehr gehypt und jetzt gilt es natürlich direkt mal loszulegen, weil wir wollen natürlich euch heute den Fußballschuh auch direkt zeigen und auch alle Infos zu Vinicius Juniors Reaktion wird es heute noch geben. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran. Wir müssen natürlich erstmal klären, um welchen Fußballschuh soll es eigentlich gehen. Und zwar geht es heute um den Nike Vapor 13. Er spielt tatsächlich eigentlich den Vapor 14, möchte aber das Design am Nike Vapor 13 in diesem schwarzen Colorway, was ihr eigentlich auch schon von der Folge mit Nadim Amiri kennen solltet, wo wir dort diesen schwarz-roten Nike Vapor designt haben. Ich mag helle Schuhe mehr, aber der Kunde ist König. Und jetzt kommt es aber zur Herausforderung. Wir müssen natürlich auch wissen, was will er haben. Ich kann noch einen coolen Schuh designen, wenn es aber nicht zu ihm passt oder es ihm nicht gefällt, ist es schwierig. Das heißt, immer die Vorlieben des Spielers müssen untergebracht werden. Das macht dieses Design so schwer. Man kann nicht wirklich seine eigenen Ideen am Schuh unterbringen, sondern muss eigentlich genau die Vorstellung vom Spieler hier präsentieren. Und das ist genau die Herausforderung im heutigen Video, denn er hat mir nur die Vorgabe gemacht in Form von seinem Logo und auch noch dem Spruch No to Racism. Eigentlich schon mal eine sehr coole Botschaft, aber nur das Logo und nur diese Schrift macht das wirklich sehr, sehr spannend bzw. eine sehr große Herausforderung. Aber ich habe hier tatsächlich schon eine recht coole Idee. Und zwar werden wir für Vinicius Junior nicht nur einen Schuh designen, sondern zwei. Das heißt, eine cleane Variante mit Logo und Schrift und eine Variante, wo ich mich ein bisschen künstlerisch austoben kann, beziehungsweise mit Logo ist es ein bisschen schwierig. Aber ich habe mir so überlegt, in Richtung Monogramm zu gehen. Kennt ihr vielleicht schon von einem Schuh hier in der Bootwall? Und zwar diesen hier, den Paul Pogba Signature Schuh. Seht ihr auch ein Monogramm, hier auch in Gold gearbeitet. Gold wird bei uns auch eine Rolle spielen und sieht eigentlich ganz clean aus. Ich will das Ganze aber noch ein bisschen auffälliger machen. Das heißt, es soll auch Gold-Silber am Spiel sein. Wie das Ganze aussieht, würde ich sagen, probieren wir es jetzt mal aus und zwar ab ans Design. So Leute, der Designprozess ist jetzt vollführt. Es war eine richtig krasse Herausforderung, weil ich halt nur dieses Logo hatte und eigentlich nur diesen einen Schriftzug
Und er möchte den Schuh nicht unnötig auffällig, sondern clean und edel gehalten. Ich glaube, das ist mir relativ gut gelungen. Ich bin mega happy mit dem Design. Ihr habt es gesehen, Monogramm. Habe ich mir überlegt, es ist immer so schwierig, so die Vision vom Kopf wirklich am Produkt unterzubringen, weil im Kopf kann man sich es relativ schnell vorstellen, aber dann umzusetzen ist relativ schwierig. Ihr habt es aber gehört, der Schuh ist jetzt designed, das heißt, jetzt wird das Ganze umgesetzt und wir zeigen den Schuh natürlich gleich. Der Tag ist gekommen, der Vinicius Junior Schuh soll wohl, oder beziehungsweise das Paket soll wohl angekommen sein mit den beiden Fußballschuhen. Das heißt, wir schauen uns die jetzt natürlich direkt mal an. Das hier sollte es wohl sein. Ich habe es natürlich schon mal ein bisschen präpariert, weil hier sonst die Adresse zu sehen ist. Aber ein relativ großes Paket, das heißt, zwei Schuhe sollten dabei sein. So Leute, hier ist also das Paket. Ich hoffe, ich habe es so hingedreht, dass man meine Adresse nicht sieht. Ja, okay, perfekt. Das heißt, hier drin sind jetzt die beiden Signature-Schuhe. Ich schaue mal schon mal rein, wie es verpackt ist, dass ich euch nicht zu viel verrate. Zack, einmal runter. Hier nochmal extra verpackt und... Aha, das heißt, sie sind separat verpackt. Wir können deswegen ein ganz entspanntes und auch spannendes Unboxing machen. Deswegen, ich würde sagen, genug gelabert, wir schauen uns den Schuh jetzt an. So Leute, Karton wird aufgemacht. Das Ganze ist auch relativ gut verpackt natürlich, dass hier nichts passiert. Das heißt, ich mache hier mal den Vorhang runter und man kann hier schon den Schuh erkennen. Und zwar die einfache Variante ist natürlich jetzt nichts Besonderes. Wir haben hier einen goldenen Nike Swoosh eingearbeitet und hier das Logo von Vinicius Junior. Einfach weil er noch eine einfache Variante haben wollte, das heißt, die ist jetzt nicht wirklich besonders. Hier noch die Innenseite haben wir Vinicius Junior und No to Racism. Sieht eigentlich ganz cool aus, clean auf jeden Fall, genauso wie er es wollte. Der zweite natürlich hierzu auch passend, kann ich euch auch nochmal zeigen. Wie gesagt, hier Vinicius Junior Logo, goldener Nike Swoosh und Innenseite auch nochmal hier. Um den Schuh geht es ja nicht wirklich, das ist nur das Add-on. Das Besondere ist natürlich dieses Modell hier. Ich drehe mal den Karton kurz rum. Und zwar hier drin. Ich würde aber sagen, der hat eigentlich ein bisschen mehr verdient. Das ist nämlich der Schuh, den ich so besonders finde. Denn der zweite Fußballschuh hat meiner Meinung nach eine etwas andere Präsentation verdient. Das ist nämlich der Schuh, den ich auch aktiv designen konnte. Deswegen würde ich sagen, hier geht es mal klein, aber fein. Den Schuh im Zusammenschnitt und natürlich dann gleich noch im Unboxing. Das heißt, Leute, natürlich jetzt auch nochmal im Unboxing. Ihr kennt den Schuh jetzt schon mal grob, aber ich zeige es euch jetzt nochmal. Zum einen hier mit schwarzer Schnürung, mit dem Monogramm außen, das Ganze reflektiert. Mega geil, finde ich richtig, richtig nice. Bin gespannt, was ihr sagt. Goldener Nike Swoosh hier, das Vinicius Junior Logo in Blattgold und Silber. Sieht richtig nice aus. Und auch hier nochmal die Innenseite Vinicius Junior. Wie gesagt, einmal mit schwarzer Schnürung. Bin gespannt, was ihr vielleicht besser findet. Und der zweite, wie gesagt, hier, ich stelle es mal zur Seite. Dann kann man nämlich hier den schwarzen mal im Hintergrund präsentieren. Zum anderen haben wir hier auch noch mit Rot gearbeitet. Bin gespannt, welche Schnürung ihr besser findet. Wir haben beides benutzt, aber ich muss sagen, der Schuh sieht ultra krass aus. Das Monogramm finde ich mega nice. Wir haben das hier quasi so angeordnet. Und dann haben wir noch mit Gold gearbeitet, um einen kleinen Akzent zu schaffen. Und wie gesagt, so schwarz und so rot. Ich bin gespannt, welches ihr besser findet. Vor allem von der Außenseite sieht ja sehr, sehr geil aus. Bin sehr gespannt auf eure Meinung. Das sind sie also, die Vinicius Junior Fußballschuhe. Hier natürlich das Monogramm, was ich mit Abstand am krassesten feiere. Ich muss sagen, finde ich so nice, wie dieses Monogramm hier untergebracht ist. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hoffe natürlich, euch gefällt es auch. Hier die clean Variante, das heißt, die Fußballschuhe gehen natürlich jetzt raus an Vinicius Junior, um natürlich auch zu seiner Reaktion zu kommen, erkläre ich euch gleich mehr. Aber natürlich eure Aufgabe, lasst Feedback da, was sagt ihr zu diesem Vinicius Junior Fußballschuh, wie viele Punkte gebt ihr, feiert ihr das Design? Wie gesagt, die Herausforderung war ganz klar, hier ein Design zu finden, weil ich eigentlich fast keine Vorgaben hatte. Das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Und natürlich auch Team Rot und Team Schwarz. Ich muss sagen, ich finde hier mit Rot nochmal etwas cooler, weil es einfach nochmal auffälliger ist. Aber Schwarz natürlich dagegen nochmal etwas cleaner.
Ja, bin ich sehr gespannt, was ich von euch hören werde. Und jetzt nochmal kurz zur Info, was euch noch erwartet. Und zwar ist es nämlich bei den Top-Spielern von Nike relativ schwierig, was die Reaktion angeht, zu filmen, denn die sind natürlich eigentlich verpflichtet, die aktuellen Schuhe zu tragen, die regulären Colorways und keine eigenen Signature-Schuhe. Im Training ist das was anderes, er hat sich's wie gesagt gewünscht. Das heißt, die Schuhe gehen jetzt auf den Weg nach Madrid, die lange Reise. Wir werden uns natürlich dann später sehen, um zur Reaktion zu kommen. Bin gespannt, ob wir hier was zeigen können und was wir zeigen können. Das gibt's dann gleich, sobald der Fußballschuh bei ihm angekommen ist und ich alle Infos dann erhalten habe. Dann melde ich mich mal 3 Wochen später endlich mal wieder, denn der Fußballschuh ist endlich bei ihm angekommen. Zwischenzeitlich kein Witz. Ist das Paket einfach verloren gegangen. 1 Woche lang konnte es nicht gefunden werden. Ich habe es per Express beim Postboten abgegeben, habe dann das Ganze getrackt und irgendwie hat sich nichts verändert. Habe da angerufen, dann haben sie gemeint, nee, das Paket haben wir nie bekommen. Also es war sehr, sehr krass, da hatte ich wirklich krass Angst, dass diese kranken Fußballschuhe verloren gegangen sind. So ist es aber nicht passiert, weshalb wir jetzt auch endlich mal zur Reaktion bzw. zur Info zu Vinicius Junior kommen können. Wie schon angesprochen, Leute, ist natürlich sehr, sehr schwierig, bei so großen Athleten dann auch wirklich Bildmaterial zu bekommen, denn sie sind ja eigentlich vertraglich verpflichtet, die aktuellen Fußballschuhe zu tragen. Er hat sich trotzdem einen Customized Fußballschuh gewünscht, was mich sehr, sehr gefreut hat. Natürlich können wir euch jetzt keine Reaktion von ihm zeigen in Form von Video mit ihm. Hätte ich natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Ich wollte aber trotzdem natürlich euch dieses Video zeigen, diesen Fußballschuh. Ich hoffe natürlich, das Ganze gefällt euch trotzdem. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einen Beweis, dass ich das Ganze hier nicht irgendwie als Clickbait mache, sondern dass es wirklich so gekommen ist. Denn wir haben natürlich auch die Mini-Reaktion von ihm bekommen. Und zwar ist der Schuh bei ihm angekommen. Wir haben auch Bilder von ihm geschickt bekommen, beziehungsweise über DM bei Instagram, wo man sehen kann, er hat sich über den Schuh gefreut. Er wird ihn auch im Training tragen. Das heißt auch für euch, Augen aufbehalten bei Real Madrid. Dort werden wir natürlich dann genauer vorbeischauen. Außerdem ist auch ein kleines Paket auf dem Weg zu mir. Ich hätte gerne gewartet, bis es hier ist, um euch zu zeigen, was Vinicius Junior uns schickt. Das werde ich dann aber im separaten Video nochmal für euch zeigen, denn ich wollte jetzt nach 3 Wochen endlich mal diesen Schuh zeigen. Musste das 3 Wochen lang geheim halten. Das heißt, wie gesagt, ich hätte natürlich gerne eine Live-Reaktion von ihm gemacht. Das ist aber vertraglich schwierig, er darf nicht mit dem Schuh aktiv vor die Kamera, sondern kann ihn nur im Training tragen. Wenn dann Bilder entstehen, können wir das Ganze natürlich zeigen. Aber ihr habt es gesehen, der Schuh kam tatsächlich bei ihm an. Und sobald das Paket von ihm ankam, werde ich natürlich für euch zeigen, was er mir geschickt hat. Da freue ich mich sehr drauf. Aber wenn man sich mal überlegt, ich durfte einfach einen Fußballschuh für Vinicius Junior designen, da muss ich ehrlich sagen, kann ich es bis jetzt nicht glauben. Es war immer ein Traum von mir, mit solchen Profis zusammenzuarbeiten und dann diese Möglichkeit zu haben. Da kann man, glaube ich, oder hoffe ich zumindest, zu Recht stolz drauf sein. Vor allem mal gucken, was das jetzt für Türen öffnet. Vielleicht können wir ja dann doch mal in Zukunft noch mit Vinicius Junior drehen. Für mich aber ein sehr krasser Spieler und ein Projekt, das ich irgendwie nie gedacht hätte, dass es tatsächlich mal passiert. Das war es dann auch schon wieder zum Vinicius Junior Fußballschuh. Ich bin hart gespannt auf eure Meinung. Lasst gerne Feedback in den Kommentaren da. Auf Instagram gibt es natürlich noch mehr Story-Eindrücke von diesem Fußballschuh, Unboxing-Szenen und so weiter. Aber für mich auf jeden Fall ein Projekt, auf das ich sehr, sehr stolz bin, wenn wir sehen, wo wir angefangen haben, für wen wir Fußballschuh schon designen konnten. Da waren schon Profis wie Vincenzo Grifo, Robert Andrich. Wir hatten jetzt Vinicius Junior am Start. Wir hatten Wout Weghorst und so weiter. Also ziemlich viele Profis, die wir schon sammeln konnten, was mich sehr, sehr stolz macht. Und das natürlich aber trotzdem erst der Anfang von diesem Format ist. Es stehen weitere sehr, sehr spannende Profis fest. Deshalb, falls ihr das nicht verpassen wollt und auch nicht verpassen wollt, was Vinicius Junior mir schickt, dann unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Sein Paket werden wir natürlich dann im Unboxing zeigen. Ich bin sehr gespannt, bin jetzt aber erstmal 1 Woche im Urlaub. Nichtsdestotrotz gibt es für euch natürlich weitere Videos natürlich. Morgen schon wieder das nächste Video. Nächste Woche kommt ein sehr, sehr spannender Fußballschuh, den ich als einziger YouTuber vorab testen durfte. Deswegen schaut unbedingt vorbei. Vielen Dank für euren Support. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn Vinicius Junior selbst nicht im Video am Start ist. Trotzdem für mich ein extrem spannendes Projekt. Hoffe bei euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.